Was ist in einer Tauschbörse wichtig? Dritter Teil Tauschbörse. Naja, der Umrechnungskurs, der Wechselkurs. Wir erinnern uns sehr gut an diese kommunistischen Tauschbörsen, also wo alles sind gleich. Ja. Also der Rechtsanwalt, die Stunde Rechtsberatung ist genauso viel wert wie die Stunde Babysitten. Naja, da werden wir nicht viele Leute finden, da werden viele sagen, ich bin ja nicht deppert. Ja, logischerweise. Das heißt, wir müssen einen Wechselkurs finden, dass man zum Beispiel sagt, der Ausgangstauschsatz Hausnummer, ja, eine Stunde, also 60 Minuten. Logisch, eine Stunde besteht aus 60 Minuten, also das ist der Basistauschsatz. Das sind zum Beispiel, ja jetzt, ich erfinde jetzt irgendwas, ja, Rasenmähen. Eine Stunde Rasenmähen ist eine Stunde Grundsatz. Gut, wenn ein Arzt, ich hoffe natürlich insbesondere Alternativarzt oder Alternativärztin, ist mir doch etwas lieber als die Allopathie. Und eine Ärztin, ein Arzt wird jetzt nicht sagen, Entschuldigung, ich meine Arbeit möchte ich nicht mit einer Stunde Rasenmähen vergleichen, das spürt's nicht. Na gut, dann werden wir für ihre Stunde ansetzen müssen, zum Beispiel das Fünffache, ja, eben eine Arztberatungsbehandlungsstunde ist 5 Normsatzstunden oder Rechtsanwalt, kann genauso gehen. Also das heißt, dass wir einfach einen Satz finden und dass wir zum Beispiel sagen, Babysitten ist zum Beispiel nur 30 Minuten. Also das heißt, eine Stunde Babysitten ist so viel wert für 30 Minuten. Das kann ich aber jetzt so pauschal nicht jetzt gleich vereinbaren, sondern das muss man herausfinden, wie es sich einspielt. Dass ein Maurer zum Beispiel sagt, na, für den Minutensatz arbeite ich nicht, das ist mir zu wenig. Ja? Es wird wahrscheinlich sich niemand beklagen, dass es zu viel ist. Also das vermute ich mal, ja. Die Leute beklagen sich immer, wenn es zu wenig ist. Also das heißt, wir müssen passende Tauschminutensätze finden. Und ihr erkennt an dieser ganzen Geschichte schon, wir brauchen keine Geld- und Währungseinheit. Die Einträge auf den Listen reichen. Die Listeneinträge reichen. Was hier bei solchen Tauschbörsen nur wichtig ist, dass niemand zu sehr ins Minus geht. Ja? Also das heißt, dass jemand die Tauschbörse ausnutzt und dann sagt, ja, entschuldige, ich vertschüss mich jetzt, ich mache einen Umzug 50 Kilometer weiter, tschüss Papa, war sehr nett mit euch zusammengearbeitet zu haben. Nein, das geht nicht. Das heißt, in die Tauschbörse kommen Leute nur über Empfehlungen. Ja? Nur Empfehlungen. Das heißt, wo jemand sagt, ich verbürge mich für diese Person und da muss man sich dann auch irgendeinen Haftungsschlüssel ausmachen, eine Art Pönale, wo man dann sagt, gut, du hast den hineingebracht, der hat den und den Schaden angerichtet, also zu viele Minusstunden in Anspruch genommen, daher musst du dafür gerade stehen. Oder ein anderes Regulativ wäre zum Beispiel, dass ich sage, man darf nur Hausnummer mit 100 Stunden ins Minus gehen. Das heißt, wenn jemand ein Haus baut und möchte, dass ihm andere helfen, dann muss er gleichzeitig auch immer wieder eigene Leistungen erbringen. Klar verzögert das den Hausbau, das ist mir schon klar. Ja? Aber wir haben es hier ja auch mit einem Notsystem zu tun. Weiter zum vierten und letzten Teil. Ende.